Guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir ein abwechslungsreiches Programm für Sie zusammengestellt. Hier unsere Übersicht. Der Gottesdienst kommt aus dem ökumenischen Kirchenzentrum Langendorf im Kanton Solothurn. In der gemeinsamen Feier teilen die Christen beider Konfessionen das Brot. Weise Frauen. Als Seherinnen und Priesterinnen haben sie Geschichte gemacht. Und heute? Ein Gespräch mit der Psychoanalytikerin Ingrid Riedel. Wladimir Vogel. Das ganz und gar ungewöhnliche Leben eines Schweizer Komponisten und seine bedeutendsten Werke. Das erste ökumenische Kirchenzentrum der Schweiz befindet sich in Langendorf bei Solothurn. Die katholische und reformierte Pfarrei teilen sich Kirchplatz, Kirchturm und weitere Räumlichkeiten. Wie wird hier Ökumene gelebt? Damit befasst sich die Sendung Nachgefragt um 11:15. Aus diesem Kirchenzentrum übertragen wir jetzt den ökumenischen Gottesdienst. Die Feier steht unter dem Motto: Brich mit dem Hungrigen dein Brot. Es steht in Zusammenhang mit dem diesjährigen Leitwort der Hilfswerke Fasten, Opfer und Brot für alle. Fair zu mir, fair zu dir. Da ist die reformiert und da ist die katholische Kirche. Woher gehen Sie an den Gottesdienst? Mein Mann ist reformiert, ich bin katholisch. Wenn ich allein zu Kirche gehe, komme ich dort hin, wo ich daheim bin. Bei einem speziellen Anlass, zum Beispiel bei einem Jugendgottesdienst, gehen wir manchmal in die reformierte Kirche. Und ich bin Ministrantin in der katholischen Kirche. Merci. Tante volte vanno anche insieme in una o nell'altra chiesa. Ci troviamo qua in un centro ecumenico costruito 25 anni fa. È il primo in Svizzera e riunisce in un solo complesso la Chiesa cattolica romana da una parte e quella evangelica riformata dall'altra. La celebrazione sarà presieduta dal pastore evangelico riformato Christoph Knoch e dal diacono cattolico Christian Merkel. Il tema della nostra celebrazione, la condivisione, riprende una tematica della campagna 96 delle opere umanitarie Pane per i fratelli e Sacrificio quaresimale. Questa campagna quest'anno è intitolata Siamo qui, benvenuti. Stiamo appunto vedendo il drappo quaresimale che accompagna umanitarie della Chiesa Evangelica Riformata e della Cattolica Romana. Siamo qui nella Chiesa Riformata che si trova appunto nello stesso complesso di quella cattolica romana. Molte sale sono di uso comune, altri edifici appunto sono a disposizione dell'una o dell'altra confessione. Christus spricht
Christoph Knoch. Wenn das Weizenkorn nicht Christo in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Terra e non muore, wenn non es aber erstirbt, se bringt muore invece, es viel Frucht. Porta molto frutto. Amen. Letare, freut euch. Letare, so wird der heutige Sonntag vielfach genannt. Freut euch, denn die Hälfte der Passionszeit, die Hälfte der Fastenzeit ist vorbei, Ostern naht. Wie schon im Januar, während der Gebetswoche für die Einheit der Christen, feiern wir heute als Reformierte und Katholiken in Langendorf unseren Gottesdienst gemeinsam. Und wir sind über unsere Gemeinde hinaus heute durch das Fernsehen mit Ihnen zu Hause verbunden. Liebe Schwestern und Brüder hier und am Fernsehen, als katholischer Pfarreileiter von Langendorf möchte auch ich Sie alle herzlich zum heutigen Gottesdienst in der reformierten Kirche begrüßen und willkommen heißen. Es freut mich, dass wir als Christinnen und Christen verschiedener Konfessionen und als Angehörige verschiedener Kulturen hier zusammengekommen sind, um gemeinsam unseren Glauben zu feiern. Wir möchten uns von Christus aber auch weiterführen lassen auf seinem Weg. Das nun folgende Lied, Brich mit den Hungrigen dein Brot, hat uns das Leitmotiv für diesen Gottesdienst gegeben. Brot ist so verschieden wie wir Menschen, und doch bleibt es immer Brot, und immer sind wir miteinander verbunden und verwandt. So wollen wir nun gemeinsam alle fünf Strophen vom Lied Brich mit den Hungrigen dein Brot singen und dazu aufstehen. Con gli afflitti, condividi la tua casa con chi è
Brot, wo mein Papi backet hat. Questo è un pane di soletta che ha fatto mio padre. Un baguette. Wir bringen un pan de mais, Maisbrot, come lo mangiamo nel Perù. Wir bringen das Brot, wo wir in reformierten Kirche auch beim Obermahl brauchen. Portiamo quel pane che usiamo sempre per la Santa Cena nella Chiesa Riformata. Gelobet seist du, Herr unser Gott, sì, lodato, König Signore, der Welt, nostro Dio, Re del mondo, der du Brot che produci aus der Erde hervorbringst. Wir danken dir, Vater im Dio, Himmel, nei cieli, für deine Gaben, per i tuoi doni, die Frucht deiner Erde tua terra und unserer Arbeit. Del nostro lavoro. Und wie dieses Brot come zerstreut war auf den Hügeln hin sulle colline, und nun zusammengebracht raccolto, eines geworden ist, uno, so werde deine Kirche zusammengebracht von allen Enden der Erde in dein Reich. In jedem Brot, in ogni pane, in jedem Menschen in ogni begegnen umano, wir dir, o Gott, immer te, wieder neu. Dio, sempre so bitten nuovo. Wir dich alle perciò gemeinsam. Insieme, segne, Vater, benedici, Padre, diese Gaben. Questi doni. Aus dem Buch Deuteronomium. Dal libro del Deuteronomio. Du sollst das Recht von Fremden und Weisen non deviare nicht il corso beugen. Della giustizia a danno du di uno straniero das Kleid o di un einer Witwe nicht als Pfand non nehmen. Prendere impegno il vestito di una vedova. Denk daran, als du in Ägypten Sklave non dimenticare che anche voi siete stati schiavi in Egitto e il Signore vostro Dio vi ha liberati di là. Darum mache ich es dir zur perciò Pflicht, vi ordino di mettere in pratica questi comandamenti. Wenn du dein Feld aberntest, quando und raccogliete eine il grano nei vostri campi vergisst, e dimenticate alcune spighe umkehren, nel campo, um sie zu holen. Non tornate a prenderle. Sie soll den Fremden, Weisen esse und saranno Witwen dello straniero, gehören, dell'orfano e della vedova. Dein Gott dich così bei il Signore jeder vostro Arbeit Dio benedirà ogni segnet. Vostra impresa. Wenn du einen Ölbaum quando raccogliete le olive, sollst non du nicht tornate auch indietro noch a cercare quelli absuchen, che avete dimenticato. Was noch hängt, esse sono dello straniero, dell'orfano e della vedova. Wenn du in deinem Weinberg quando cogliete l'uva nella vostra vigna, non ripassate a raccogliere i grappoli dimenticati. Esse sono dello straniero, dell'orfano e della vedova. Denk daran, non dimenticate che anche voi siete stati schiavi nel paese d'Egitto. Mache ich es perciò dir vi ordino di mettere in pratica questi comandamenti. Das sind Worte aus der Heiligen Schrift. Sono parole della Sacra Scrittura. Thank you.
Wir hören die gute Nachricht, ascoltiamo dal Vangelo secondo Matteo, im 14. Kapitel überliefert hat. Wir stehen dazu auf. Als Jesus das erfahren hatte, zog er sich zurück und fuhr mit dem Boot an eine einsame Stelle. Aber die Leute merkten es und folgten ihm zu Fuß aus allen Orten. Als Jesus aus dem Boot stieg und die große Menschenmenge sah, hatte er Mitleid und heilte ihre Kranken. Darüber wurde es Abend und seine Jünger kamen zu ihm und sagten, die Gegend hier ist einsam und die Nacht bricht herein. Schick doch die Leute in die umliegenden Dörfer, um sich Essen zu kaufen. Jesus antwortete ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie hielten ihm entgegen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Bringt sie mir her, sagte Jesus. Er forderte die Leute auf, sich ins Gras zu setzen und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte und sprach und gab die Brote den Jüngern und die Jünger verteilten sie an die Menge und sie aßen alle und wurden alle satt. Die Jünger füllten sogar noch 12 Körbe mit dem, was übrig blieb. Etwa 5000 Männer hatten an der Mahlzeit teilgenommen, dazu noch Frauen und Kinder. Amen. Liebe Kinder, liebe Jugendlichen und Erwachsenen, Fremdwörter sind Glückssache, hört man sagen. Cari ragazzi, cari giovani, auch schon habe ich gehört, adulti, in Langendorf gebe es nicht ein ökumenisches Zentrum, sondern ein ökonomisches Zentrum. Oppure sentito affermare che ein Lastwagenchauffeur wollte hier sogar einmal seine Waren abladen. Er scheint unsere Kirchen tatsächlich mit einem Ökonomiegebäude, einem Warenhaus oder einer Fabrik verwechselt zu haben. Ist es aber nach den heutigen Schriftlesungen nicht gerade gut, bibliche, wenn die Ökonomie und die Ökumene in einen Zusammenhang gebracht werden? Als die Leute
über längere Zeit bei Jesus waren, hatten sie Hunger, hieß es. Zuerst ging es also um Religion und Ökumene. Doch mit dem Hunger kam auch die Ökonomie ins Spiel. Die Jünger wollten dies zuerst nicht in einen Zusammenhang bringen. Schick die Leute weg, sagten sie zu Jesus. Sie sollen sich in den umliegenden Dörfern zu essen kaufen. Liebe Schwestern und Brüder, machen es nicht auch wir meistens so. Wir trennen die Religion feinsäuberlich von der Ökonomie, vom Geld und von der Wirtschaft. Die Religion ist zuständig für das geistliche Wohl, nicht aber für das materielle Wohl. Beim Zusammensein und Hören auf Jesus waren alle Menschen noch gleich. Bei Gott gibt es ja keine Unterschiede. Als sich aber bei den Leuten der Hunger meldete, da änderte sich das. Jeder soll sich selber zu essen kaufen. So entscheidet doch nicht die grundsätzliche Gleichheit vor Gott, sondern das Geld, das jeder hat oder nicht hat. Und dann sind auch nicht mehr alle gleich, sondern auf dem Markt, in der Wirtschaft, herrschen andere Gesetze. Und nach diesen Gesetzen werden doch oft Reiche reicher und arme ärmer. E a motivo di queste regole, die Schwachen zu schützen, hat man in der Tora, dem jüdischen Gesetz, ein Gegengewicht geschaffen. Zum Beispiel dieses: Man soll ein Kornfeld oder einen Weinberg nicht bis auf die letzte Ehre oder Beere ernten, sondern man soll immer noch etwas übrig lassen. Bisogna lasciarvi qualcosa anche per il forastiero, und Witwen, l'orfano, la vedova. Option für die Armen, Opzione per i poveri, si dice oggi. Und genau diese Linie führt doch Jesus Gesù nella weiter, sua risposta ai wenn discepoli, er den Jüngern sagt, indirizza proprio gebt su questa ihr strada. Ihnen zu essen. Date gerade voi ihr, die da ihr mangiare. An Gott glaubt, voi, ihr che siete dürft credenti, dieses Problem des Hungers nicht an den Markt delegieren, als ob der automatisch für eine gerechte Verteilung der Güter sorgen würde. Heute hört man bei uns ja oft den Ruf nach Deregulierung. Oggi spesso si ist sente das nicht dasselbe di deregolamentazione? Wie jeder soll sich selber zu essen non kaufen? Forse al deregulieren, deve da mangiare, den Markt selber machen lassen, regolare, dann lösen sich die Probleme von selbst. Poi glauben i problemi Sie si das? Da soli. Ich möchte nun nicht davvero? Gleichsam mit erhobenem Zeigefinger kommen und gegen non die freie Marktwirtschaft il dito beten, contro il sondern libero mercato. Wer Gott anerkennt tuttavia, und an ihn glaubt, chi riconosce Dio muss e doch crede auch seine lui, Sorge um jene zu Kenntnis nehmen, die in der freien Marktwirtschaft oft zu kurz kommen oder gar quasi leer ausgehen, bei uns sia nel oder nostro in paese, der Zweidrittelwelt. Che nel terzo mondo. Gebt ihr ihnen zu essen. Dieses date Jesuswort möchte ich auch nicht mangiare dazu missbrauchen, um uns heute beim Sonntagsbraten ein schlechtes Gewissen einzureden. Non vorrei abusare parole di Gesù doch per beim Essen auch an die armen, hungrigen Kinder. Nein, ich mache uns alle pensiero, einen guten Appetit von Herzen pensate gönnen ai poveri bambini affamati. Denn von einem mongoloiden a Kind habe ich gelernt, dass man den Drohfinger infatti, un abschaffen sollte. Mi ha insegnato non puntare il dito contro nessuno. Als meine Frau einmal in einer Sonderschule mit einem Kind so geschumpfen hat, speciale, da kam der Armin zu ihr und krümmte ihr den Zeigefinger nach unten, allora le si lachte Armin, sie so le prese il dito an, dass auch abbassare sie lachen musste. Poi cominciò a ridere così di cuore che anche gebt lei non seppe trattenersi dal fare altrettanto. Ich denke, dieses Wort hat Jesus nicht mit erhobenem Zeigefinger gesagt, sonst wäre damals wohl nicht viel geschehen. Dass sich die Menschen durch Jesus zum Teilen motivieren ließen, muss tiefere Gründe gehabt haben.
der reiche Zachäus, der nach der Begegnung mit Jesus die Hälfte seines Vermögens den Armen gab, konnte dies wohl nur darum, weil er zuerst auch in seinen Bedürfnissen von Jesus verstanden und angenommen wurde. Ich denke, wer den Hunger nach Brot stillen will, muss auch etwas verstehen von einem anderen Hunger, von jenem Hunger, der in unserer Wohlstandsgesellschaft doch weit verbreitet ist. Zum Beispiel dem Hunger nach Verständnis, nach mitmenschlicher Nähe, dem Hunger danach, jemand zu sein, irgendwo dazu zu gehören und zu Hause zu sein. Fair zu mir. Dieses Motto der Hilfswerke, Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein, will uns bewusst machen, dass wir auch berechtigte eigene Bedürfnisse haben. Dazu ein Beispiel. Eine Schweizerin, die eine Familie aus Afrika betreute, erzählte, sie habe dieser Familie einmal Schmuck racconta di aver regalato alla stessa als un piccolo gioiello. Poi le venne richiesta anche la catenina d'oro che portava al collo. Diese Kette habe sie schließlich von ihrem verstorbenen Ehemann erhalten. Und jetzt habe auch sie das Nein-Sagen lernen müssen. A sentirsi rispondere di no. Zeigt dieses Beispiel nicht schön, dass man auch unterschiedliche Mentalitäten beachten muss. Afrikaner handeln gern fanno volentieri und nicht so sehr nach dem Geldwert, sondern mehr nach dem Gefühls- oder Tauschwert. Bensì considerando ein paar il valore Tage darauf hat die Schweizerin tatsächlich umgekehrt auch ein Geschenk erhalten, nämlich afrikanische Kleider. Als die Leute zu teilen begannen, hatten alle quando genug la gente zu essen a condividere, oder tutti ebbero abbastanza gibt, da mangiare. Erhält. Haben wir diese Erfahrung nicht alle schon einmal gemacht? Forse che non abbiamo fatto wer zum Beispiel mit mongoloiden Kindern zusammenlebt, weiß, ad dass esempio, sie einem viel geben chi vive können con dei Zuneigung durch ihre Sensibilität und Spontaneität. Muss man eigentlich immer etwas zurückerhalten? Kann ich die Liebe Gottes nur dann spüren, wenn mich die anderen auch lieben und mir auch etwas geben? Nun, Erfolglosigkeit ist auf die Länge schon demoralisierend. Und oft hört man ja, ja, was bringen denn die Anstöße der Hilfswerke schon? Ma alla fine, che cosa riescono aber a concludere le opere umanitarie? Gibt es doch nicht nur auf der rationalen dobbiamo renderci Ebene. Conto che il successo non si misura solo a livello materiale. Un semplice grazie o un sorriso sono pure importanti. Sondern es gilt weiterzudenken. Talora il successo von non Menschen, è così die in der dritten Welt eppure ci sono leben, cose höre che fanno riflettere. Sagen, eure Solidarität mondo, mi ist sono für die Armen dire, enorm wichtig. La vostra solidarietà auch verso wenn es i poveri nicht è importantissima. Viel ist, so erfahren wir eure Menschlichkeit. Es rivela la vostra umanità. Und es ist schon viel geschehen, wenn bei euch immer mehr Menschen bewusst regioni, wird, la gente si rende dass weltweit faire Marktbedingungen geschaffen werden sollen. Più equi. Wenn wir faire Preise für unsere Produkte erhalten, so ist per uns i nostri am besten prodotti, geholfen. Questo sarà il migliore degli aiuti. Oder wer meint, bei uns sei in Sachen Fremdenfreundlichkeit noch nicht viel geschehen, sollte troppo, die Schweiz einmal vergleichen mit dem Stand vor etwa 30, 35 anni fa, Jahren, quando vennero als die fondate Hilfswerke le nostre gegründet umanitarie. Wurden. Haben nicht gerade auch Sie non dazu beigetragen, dass es heute selbstverständlich ist, dass so viele farbige Menschen zusammenleben? Pure ja, parla la nostra stessa lingua. Gelber, roter, quando i discepoli del Signore cominciarono Ramiro vorher, a condividere, es war schon damals wenig, non avevano als un die granché. Jünger zu teilen begannen. Fünf Brote cinque und zwei Fische. E due pesci. Sie taten dies aber im Vertrauen auf jenen, ma lo der unser una weniges immensa, nimmt und viel daraus werden lassen anche kann. Noi
li avremo invitati. Voi date loro da mangiare. Amen. Gebt ihr ihnen zu essen. Date voi loro da mangiare. Das bleibt der Auftrag Questo Jesu. Appello di Gesù rimane attuale. Wir alle tragen die frohe Botschaft weiter il messaggio und bitten Gott chiediamo l'aiuto Hilfe, di Dio, seine Kraft, la sua forza, seinen Segen, la sua benedizione. Wie Kinder zu Vater Come bambini und Mutter, vanno dal padre, dalla so madre, kommen wir Gott noi zu dir. Veniamo, o Dio, Wir kommen mit unserer Freude con la nostra gioia und allem, was uns betrifft, ciò che ci preoccupa, mit vielen Möglichkeiten molte possibilità, und doch immer wieder am Ende, ciò, spesso vicini ai nostri nicht limiti, frei von Angst, non liberi da paure, aber auch nicht ohne Hoffnung, ma neppure senza speranze. Wir kommen zu dir veniamo da mit te, den Menschen, denen wir verbunden esseri umani sind, ai quali siamo und legati, bitten dich um deine e Hilfe. Ti chiediamo aiuto. In unserer Drittweltgruppe Nel nostro gruppo terzomondista preoccupato di vendere a prezzo equo i prodotti di quei paesi, trattiamo di condivisione con i poveri. Aiutaci a proseguire in questa attività e fa che i nostri sforzi vengano proseguiti a livello mondiale. Spezza il pane in chi ha fame, di una parola in chi non ha parole, canta una canzone agli afflitti, condividi la tua casa con chi è solo. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen Viviamo in un von tempo in cui molte persone sono colpe di paure e di attese negative. Sie haben die Zuversicht verloren, hanno perso und la fiducia, in die und vivono Leere in solitudine. Gott, wir bitten dich, diesen Menschen zu helfen, o Dio, den Glauben, donaci la forza per aiutare queste persone e di schiudere loro la porta verso la piena comunione. Gib aber auch uns die Kraft, diesen Menschen zu helfen, Und ihnen auch die aiutiamo sempre, che restiamo loro accanto come amici e fratelli. Cerca una meta con chi ha finito tutto. Spezza il pane con chi ha fame. Di una parola con chi non ha parole. Canta una canzone con chi ha finito. Es gibt immer mehr Menschen, die allein sind. Ci sono sempre più persone sole. La Bibbia domanda ripetutamente di occuparsi delle vedove, offrendo loro assistenza ed aiuto. So treffen wir uns Così nel nostro gruppo che si dedica alle vedove e alle persone sole, cerchiamo di spezzare la loro solitudine. Gott, Noi ti preghiamo, Signore nostro Dio, accorda a tutti coloro che sono soli la forza e il coraggio di uscire dal loro guscio e di rendersi conto che molti altri sono soli e attendono un colloquio, un cenno. Dividi la casa con chi è solo, cerca una meta con chi è finito tutto. Spezza il pane con chi ha fame, di una parola con chi non ha parole.
6 Mal im Jahr treffen wir Frauen uns, um zusammen noi donne zu ci incontriamo 6 volte all'anno per fare colazioni assieme. Herr, e per discutere. Ohren und Herzen, Signori, damit wir einander orecchie e il nostro cuore aufeinander eingehen, affinché und abbiamo a capirci e a familiarizzare Nöte, e prendiamo parte alle preoccupazioni, alle paure, ai dolori e alle gioie degli altri. Canta una canzone con gli affitti, condividi la tua casa con chi è solo, cerca la meta con chi ha finito tutto, spezza il pane con chi ha fame. Lieber Gott, schenke den behinderten Menschen auf dieser Erde Vertrauen, sich anzunehmen. Ritrovano fiducia ed abbiano ad accettarsi. Dona loro la forza per intraprendere la strada di una vita in pienezza nella partecipazione alla vita della società. Dì una parola che non ha parole. Canta una canzone con gli affitti. Dimentica la tua casa, il sole. Cerca una meta di chi ha finito tutto. Seit mehreren Jahren unterstützen wir da alcuni anni sosteniamo a Chiapas, nel sud del Messico, 4 villaggi di indios che cercano di realizzare piccoli progetti. Queste persone possono vivere in pace e sappiano far rimarginare le ferite inferte dalle ingiustizie, dalle oppressioni, dal razzismo. Di una parola, chi non ha parole, canta una canzone, affitti, condividi la tua casa, con chi è solo. Di brote. All'inizio della celebrazione abbiamo portato dei pani come espressione delle nostre diversità, ma anche come segno di quanto ci unisce. Alla fine della celebrazione ci scambieremo questi altri pani in segno di fraternità. Die Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen, um die wir Sie bitten, ist je zur Hälfte bestimmt für die Projekte der Drittweltgruppe und eben das Projekt in Chiapas, von dem wir gerade gehört haben. Am Mittwoch um 15 Uhr trifft sich die Verwitwetengruppe im Gemeindesaal mit Diakon Rissi. Alle übrigen Mitteilungen finden Sie auf dem verteilten Blatt. Wenn Sie nun, liebe Fernsehzuschauerinnen und Fernsehzuschauer, uns etwas zu diesem Gottesdienst mitteilen oder sagen wollen, wenn Sie Bemerkungen haben, Anregungen oder auch Ihren Ärger loswerden wollen, dann können Sie uns bis heute Nachmittag um 4 Uhr hier in Langendorf anrufen. Und zwar unter der Nummer 065 21 41 24. Sie können uns aber auch schreiben. Die Adresse lautet Fernsehgottesdienst, Ökumenisches Kirchenzentrum 4513 Langendorf. Bleiben Sie noch auf dem Sender. Gelebte Ökumene hier im Kirchenzentrum Langendorf ist das Thema der Sendung nachgefragt, die unmittelbar im Anschluss an die Gottesdienstübertragung zu sehen ist. Und nun wünschen wir Ihnen zu Hause und Ihnen hier in der Kirche noch einen guten und gesegneten Sonntag. Wir wollen jetzt aufstehen und miteinander das Gebet sprechen, das Christus selber uns gelehrt hat. Come ci ha insegnato il Signore. Vater unser Padre nostro che sei nei cieli, geheiligt werde sia santificato il tuo nome, dein Reich komme, venga il tuo regno, dein Wille geschehe, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male, poiché tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Wir möchten unseren Gottesdienst abschließen mit der Bitte um den Segen und dem Zuspruch des Segens unseres Gottes, der uns begleitet hinein in die kommende Woche. Und der Segen von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht wie eine Mutter über ihre Kinder, sei mit euch allen. Sia con voi tutti. Und so segne und begleite euch und all eure Lieben der Dreieine Gott, der für uns da ist als Padre, Vater und Mutter, Figlio, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Cristiani di ogni confessione, abbiamo tradotto in preghiera il nostro impegno quaresimale. Siamo qui benvenuti. Questo motto della campagna di quest'anno ci accompagna nello sforzo di avvicinarci a Dio, facendoci prossimi ai fratelli e alle sorelle che sono nel bisogno. L'unico Signore di tutti ci aiuti a tradurre in gesti concreti di fraternità la nostra conoscenza e la nostra esperienza del Cristo. Ci renda accoglienti nei confronti di chi, pur diverso da noi, ci domanda pane, lavoro e dignità. Noi cristiani possiamo loro chiudere la mano, il cuore, la porta di casa? Paolo Sieter e Valerio Crivello,
l'augurio di una buona giornata e di una buona domenica. Sie haben es am Anfang vom Gottesdienst gesehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Hier in Langendorf gibt es nur einen Kirchenplatz und einen Kirchturm. Es gibt allerdings nach wie vor zwei Kirchen, eine katholische und eine reformierte. Was für ein Kirchenbild steht hinter dem Konzept von diesem Kirchenzentrum? Was hat man sich gewünscht, was vor 25 Jahren eingeweiht worden ist? Und wie sieht die Ökumene in Langendorf heute aus? Ich begrüße jetzt hier Susanne Graf. Sie ist Mitglied vom katholischen Kirchgemeinderat, in anderen Orten heisst das Kirchenpflege, und der Christoph Knoch, er ist der reformierte Pfarrer. Zwei Kirchen, ein Kirchenplatz, Frau Graf, entspricht das Ihrer persönlichen Vorstellung von der Ökumene? Mir ist es eigentlich recht wohl bei dieser Art, wie die Ökumene bei uns gewachsen ist. Ich möchte unsere Situation vergleichen mit der von zwei Geschwistern. Sie haben die gleichen Wurzeln. Sie leben auf eine ähnliche Art nahe zusammen, aber sie haben jedes eine eigene Haushaltung. Und dort kann man eben in der Haushaltung sich besuchen. Und von dort her muss ich sagen, stimmt es für mich auch. Weil man eben sich gegenseitig einladen kann und gegenseitig zu Gast gehen kann. Und auf einem gemeinsamen Platz sich kann und muss begegnen. Wo das Zentrum vor 25 Jahren eingeweiht worden ist, war es eine Schweizer Premiere. Nachher sind ähnliche ökumenische Zentren auch in St. Gallen entstanden, in Kehrsatz und in Ittigen bei Bern. Wie kommt das Industriedorf Langendorf zu dieser Pionierrolle, Frau Graf? Eigentlich ganz unerwartet. Es hat einfach der Zufall wollen, dass beide Konfessionen keine Kirche hatten. Und in den 50er Jahren haben beide angefangen zu überlegen und angefangen zu sammeln, dass sie eine Kirche bauen könnten. Die Reformierten, die haben oben im Dorf einen Platz gekauft. Die Katholischen haben mit im Dorf einen Platz gekauft. Und beide haben eigentlich den Plan gehabt, an ihrem Platz, den sie gekauft haben, eine Kirche zu bauen. Und dann ist zum Glück der Herr Rolf Meier, der Landesplaner, dazugekommen. Und er hat für die Dorfplanung von Langendorf einen Grünstreifen vorgesehen, der durchs ganze Dorf durchgeht. Und hat dann den Langendörfer vorgeschlagen, tünt doch eure beiden Kirchen in den Grünstreifen einbauen. Und zuerst war man gar nicht so begeistert davon. Im Gegenteil, es ist an der Kirchengemeindeversammlung, das müsste jetzt eigentlich der Pfarrer noch sagen, mit einer Stimme ja abgelehnt worden bei der reformierten Kirchengemeinde. Aber man ist noch eine weiter zusammengesessen. Und mit der Zeit ist die Idee reif geworden, wir wollen zusammen am gleichen Platz eine Kirche bauen. Und wir konnten den alten Platz der Reformierten abtauschen. Und dann ist es natürlich einige Jahre gegangen, bis die Idee wirklich reif war. Und das Lustige daran dünkt mich, dass also nicht unbedingt die Ökumene der Grund war, warum jetzt die zwei Kirchen heute zusammenstehen.
sondern mindestens zur Hälfte ist es ein planerischer Grund gewesen. Also das ist ganz wichtig zu sagen, dass man also das Langendorf nicht von Grund auf eigentlich wirklich so ökumenische Pionierrolle hat wollen spielen. Aber es hat das dazu geführt, dass eben Betkonfessionen keine Kirche hatten und dann mit der Zeit miteinander bzw. hintereinander in der Aula vom Schulhaus Gottesdienst gefeiert haben und so gelehrt haben, dass die anderen eben auch Menschen sind. Und das ist ja in dieser Zeit noch häufig ein Problem gewesen, dass man gesagt hat, Katholiken, mit denen wollen wir nichts zu tun haben und umgekehrt auch. Und so ist dann auch mit dem Aufbruch vom Zweiten Vatikanischen Konzil her die Idee immer stärker geworden, man sollte doch eigentlich das gemeinsam machen. Und die Idee von einem gemeinsamen Kirchturm, die ist schon ganz alt. Die ist schon in den 50er Jahren das erste Mal in die Protokolle nachzulesen. Denn ich habe natürlich nur ein Protokoll, ich war damals ja noch nicht da gewesen. Und der Kirchturm, da hat man gesagt, wir wollen den miteinander bauen, denn dann können wir uns nicht gegenseitig das Leid läuten, wie das in anderen Orten anscheinend der Fall war. Wie ist eigentlich das konfessionelle Verhältnis? Sind Sie ungefähr gleich stark? Ja, zahlenmässig? Im Moment, und auch hier, wo wir Kirche gebaut haben, sind ungefähr gleich viele Katholiken wie Protestanten gewesen. Ganz früher natürlich sind viel mehr Katholiken gewesen, aber durch die Industrialisierung des Dorfes hat sich das ausgeglichen. Und das Problem des Läuten hat sich ja am Anfang gleichgestellt. Wir hatten lange Diskussionen, wann also jetzt geläutet wird. Weil die einen gefunden haben, das ist eine katholische Zeit oder das ist eine reformierte Zeit. Und das zeigt natürlich, dass Ökumene heisst, miteinander im Gespräch bleiben und nicht einfach der eine sagt so und der andere sagt so, sondern man muss es miteinander ausdiskutieren. Ich habe auch Protokoll gesehen, wo man darum diskutiert hat, ob man am 6. Uhr morgen oder am 7. Uhr morgen darf läuten und lange darüber gestritten hat. Was aber doch denn wichtig ist, dadurch, dass wir am gleichen Platz wohnen quasi, Fachhäuser sind auch gerade nebeneinander, kann man sich nicht mehr aus dem Weg gehen. Man muss miteinander reden. Weil normalerweise in der Kirchgemeinde ist es ja heute so, dass man zuerst einmal konfessionell denkt und plant und die Ökumenen eher als Zusatzaufgabe anschaut wie die Jugendarbeit oder die Altersarbeit. Und bei ihnen ist jetzt die Nähe da. Ja, und die ist ganz fest durchs Bauen entstanden. Eben, wie jetzt der Pfarrer Knoch gesagt hat, man ist einander begegnet. Man musste abmachen, dass man zur gleichen Zeit den Gottesdienst anfängt, eben zum Beispiel wegen dem Läuten. Man hat übrigens jetzt noch manchmal Probleme wegen dem Schluss, weil die Reformierten ein bisschen länger machen. Und geht es eigentlich noch, aber sie tun ja hier und da Läuten zuletzt und dann hat man sonst das Problem. Man begegnet einander beim Kirchengehen und man kann dafür aber eben auch miteinander in die Kirche gehen, was eben sehr schön ist für die gemischten Paare. Die schätzen das sehr. Das ist etwas, was man immer wieder hört, dass gemischte Paare, die von aus auf Langendorf zügeln, sagen, bei euch ist es uns wohl. Und das ist eigentlich das, was ich für die Zukunft der Ökumene für wichtig anschaue, dass man auch an anderen Orten, ohne dass man jetzt ein ökumenisches Zentrum hat, wie wir hier, wo man durchs Bauliche schon gezwungen ist, miteinander sich auseinanderzusetzen, dass man auch an anderen Orten da viel mehr noch könnte machen. Und dass ich eigentlich meine Kolleginnen und Kollegen ermuntern möchte, da Schritte zu tun. Und ich bin gespannt, was die Tagung, die wir hier in Langendorf im September haben, für die reformierte Pferde, was die bringt, wo wir eben das Thema haben, Ökumene in der Zukunft. Erzählen Sie doch jetzt ein bisschen noch konkreter, was machen Sie alles zusammen, eben bedingt durch die bauliche Nähe vor allem? Was ist bei Ihnen mehr weiter in der Ökumene als jetzt in anderen Gemeinden in der Schweiz? Also was wahrscheinlich gleich ist, ist einfach die ökumenische Gottesdienst bei der Einheitswoche. Dort, mit dem hat es angefangen. Dort haben wir die ersten Gottesdienste zusammen gehabt. Und jetzt hat es notwendigst noch immer mehr Gottesdienste gegeben, wenn ich mich recht erinnere. Und inzwischen haben wir es so, dass wir in der Fastenzeit, der, den wir vorhin gerade miteinander gefeiert haben, gemeinsam feiern. Dann feiern wir den Betttag miteinander feiern und die Kirchweih. Wobei wir eben verschiedene Modelle auch entwickelt haben inzwischen. So wie Sie vorhin dabei gewesen sind beim Gottesdienst für die Fastenzeit, ein Wortgottesdienst nach katholischem Verständnis, ohne Abendmahl, ohne Eucharistie. Und dann am Betttag sind wir alle miteinander bei uns in der reformierten Kirche und feiern zusammen auch ein Abendmahl. Und der katholische Kollege tut predigen. Und bei der Kirchweih, weil das ja ein Fest ist, das für die Katholiken besondere Bedeutung hat, sind wir Reformierte eingeladen und gehen zu Gast auf die katholische Seite. Und dann ist ein Priester dabei, der dann Eucharistie feiert. Und unser Gemeindeleiter, der Diakon, ist dann in der Liturgie mit eingebunden. Gibt es noch andere Sachen, die Sie zusammen mehr machen? Ja, und das ist, glaube ich, der jüngste Gottesdienst, den wir zusammen machen, das ist der von der Osternacht. Und das tut mir etwas besonders Schönes. Das hat einige
Gespräch, bis Problem gegeben, bis das so wieder eingeleitet war, wie es jetzt ist. Aber das geht folgendermaßen: Man tut auf dem Platz zwischen den beiden Kirchen ums Feuer um den Gottesdienst anfangen. Also eigentlich eine katholische Tradition, das Osterfeuer. Und nachher gehen wir beide in die eigene Kirche. Und jeder schenkt, wenn es mir recht ist, immer noch die Osterkerze in der Schwestergemeinde. Nein, das ist ein bisschen anders. Wir profitieren von der katholischen Kirche, dass sie nämlich jedes Jahr eine frische Osterkerze brauchen, was für uns nicht der Fall ist. Und dann können wir immer die alte Osterkerze erben und können die dann brauchen. Das ist aber eben auch etwas, wo wir sehr lernen müssen. Und gerade für die Einführung von der Osternacht hat es auf reformierter Seite bei uns enorme Widerstände gegeben. Was soll der Kerzenzauber? Ist mir zum Teil, und der Feuerzauber. Was soll das? Was bedeutet das? Und da denke ich, haben wir auch die Chance, dass man eben miteinander lehrt und miteinander einen Weg macht. Und heute habe ich das Gefühl, nachdem wir es jetzt 6-7 Mal gemacht haben miteinander, dass niemand mehr eigentlich wirklich auf die Osternacht wird verzichten. Und die, was heute noch Mühe macht, die kommen halt nicht. Das ist ganz klar, das ist auch sonst bei den ökumenischen Gottesdiensten, dass es immer eine Gruppe von Leuten gibt, von reformierter und von katholischer Seite, die einfach dann daheim bleibt. Das ist aber auch etwas, was mich immer wieder beeindruckt, dass es jetzt so ist, dass man ruhig kann sagen, man kommt oder man kommt nicht. Am Anfang hat man sich neumodern ein bisschen genötigt gefühlt, mitzumachen, weil man nicht wollte, da stehen als jemand, der die Ökumene nicht mitmacht. Und jetzt ist man total frei. Und ich habe im Zusammenhang mit dieser Sendung den Kirchenführer wieder vorgenommen. Und dort schreibt der Herr Pauli, weil die beiden Kirchen... Das ist der Architekt. Das ist der Architekt von der Kirche, ja, Entschuldigung. Weil die beiden Kirchen in zwei Ecken, Diagonalen gegenüber von einem Quadrat gebaut wurden, sind in der Mitte ein Freiraum entstanden. Und das hat mich so beeindruckt, als ich das wieder gelesen habe. Es ist tatsächlich bei uns Freiraum entstanden. Man steht einander viel freier gegenüber. Man kann einander auch mal kritisieren, ohne dass man gerade sich angegriffen fühlt. Es ist wirklich anders geworden in dieser Zeit. Ich möchte noch ein Thema anschneiden. Sie haben es vorher erwähnt. Es war ja kein Eucharistiefeier vorher, auch kein Obigsmahlfeier. Und 1987 haben Schweizer Bischöfe mit ihrem berühmten Mahnschreiben ja einen grossen Wirbel ausgelöst. Was sie gesagt haben, es ist zwar möglich, dass man in einzelnen Sonderfällen eucharistische Gastfreundschaft hat, aber man darf, eine katholische Gemeinde darf nicht Reformierte das Ganze einladen. Was hat das bei Ihnen ausgelöst, hier im Zentrum damals? Das war ein grosser Schock gewesen. Wir haben in dieser Zeit, gerade ich bin im 86 neu auf Langendorf gekommen und habe dann mit meinem damaligen katholischen Kollegen im richtigen Schwung und Aufbruch neue Sachen ausprobiert, neue Sachen überlegt. Und dann sind wir richtig, wie wenn man uns ein Brett über den Kopf geschlagen hat, von diesem Brief überrascht worden. Und haben dann aber gesagt, wir bleiben nicht an dem stehen, sondern wir suchen jetzt Gespräche mit der katholischen Kirche. Wir haben dann den Weihbischof eingeladen zu uns, hier in die Marienkapelle, wo wir jetzt gerade stehen. Und sind dann da 30 reformierte und katholische Pfarrer im Kreis gesessen und haben sehr darum gerungen, wie wir jetzt mit dem Brief könnte umgehen und was wir könnte machen. Und dann hat uns der Weihbischof gesagt, ja, wisst ihr, eigentlich müsst ihr sehen, ihr seid etwas Spezielles, ihr seid ein Sonderfall und für Sonderfälle gibt es eben in diesem Brief doch noch Möglichkeiten. Aber hat er uns gemahnt, passet auf, tut nicht vermischen und tut klar deklarieren, so oder so, Abendmahl oder Eucharistie. Und aber die eine Gemeinde darf die andere einladen. Also, so haben wir es verstanden, was er uns gesagt hat. Wir haben das natürlich nicht schriftlich, denn das schriftlich rauszugeben wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber wir haben es so verstanden und wir haben uns auch in dem Sinn unterstützt gefühlt, weil er regelmäßig zu uns auch in Gottesdienste gekommen ist, am Jahresschluss, in die ökumenische Feier zum Jahresschluss. Das hat uns gezeigt, dass er als Weihbischof doch hinter dem Modell steht, wo wir zu Langendorf leben. Das ist der Bischof Gandolfi noch gesehen. Ja, und ich glaube, das Mahnschreiben, das ist jetzt etwas, das vielleicht nicht mehr in der gleichen Art jetzt rausgegeben wurde. Denn wir haben doch damit auch gelernt. Wir haben auch gemerkt, dass wir nicht einfach vermischen können. Und es war uns selber auch nicht so wohl gewesen bei diesen Gottesdiensten, wo wir probiert haben, möglichst Teil von der Reformierten und Teil von der Katholischen in einen Gottesdienst reinzunehmen. Und mit uns das Modell, das wir jetzt haben, entweder oder, das tut uns alle befriedigen. Sagen Sie mir zum Schluss noch, wir müssen zum Schluss kommen von unserem Spruch, sagen Sie mir noch schnell, was würden Sie verlieren, wenn Sie jetzt noch einmal anziehen würden?
wo die Konfessionen untereinander kaum Kontakt haben. Kaum oder gar nicht. Für mich wäre der grösste Verlust die gemeinsame Osternachtsfeier. Das ist für mich das grösste Fest in Langendorf und die grösste Entdeckung gewesen, dass man so wirklich miteinander das neue Leben feiern kann. Und ich glaube, ich würde probieren, an einem anderen Ort einfach so etwas Ähnliches anzufangen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, können wie immer jetzt noch hier anrufen, wenn Sie etwas zum Thema Ökumene sagen möchten oder zum Gottesdienst von vorher. Die Telefonnummer ist 065 21 41 24 oder Sie können schreiben an die Adresse Fernsehgottesdienst Ökumenisches Kirchenzentrum 45 13 Langendorf. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Vielleicht jetzt dann nachher gerade mit der Sternstunde Philosophie. Auf Wiedersehen.